Und man muss auch dazu sagen, eben weil jetzt vor Ostern ist und viele auch gerade brav gefastet haben, ist das vielleicht auch ein wunderbarer Start nach der Fastenzeit mit einem kleinen Eierlikörchen zu Auf alle beginnen. Fälle. Ja, das ist ein Start gleich nach dem Fasten mit Mit einem Eierlikör. kleinen Eierlikörchen, habe ich gesagt. Weil sonst im letzten, ja genau. Ja, da könnte man, das könnte man auch einfach mehr eine zusammenbinden und eine Panflöte. Oh, das ist, wow. Man muss halt früh genug zum Probieren anfangen, damit man oft genug kosten kann. Ja. Genau, und dann waren es nur noch 100 Milliliter. So ungefähr. Servus, gute Küche. Der Kulinarik-Podcast mit Mesi Tötschinger und Harald Nachförg. Hervorragend. Guten Appetit-Tag. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Servus Gute Küche, dem Podcast für alle, die gerne gut kochen und gut essen. Wie ihr wisst, bin ich der, der gerne gut isst, heute allerdings gut trinkt, dazu aber später. Und die Mesi ist die, die gerne gut kocht, auch gerne gut trinkt und gut vor allem trinkt. Und unsere wunderbare Beatrix Hammerschmidt, die, glaube ich, nur gerne trinkt. Hallo, essen und trinken. Die eine Bäckermeisterin ist, eine ganz grandiose und gerne trinkt. Und heute für uns, weil Ostern ist, einen Eierlikör machen wird. Dazu sind wir zur Mesi gekommen in ihre Küche. Sie hat uns da wunderbar schon auch ein bisschen ein Essen vorbereitet und alle Dinge, die man aber braucht für einen Eierlikör. Eine gute Unterlage nämlich zum Beispiel. Eine gute Unterlage, es ist Hallo, nur vormittags. Hallo. Schön, dass wir da Hallo, sein. Hallo Harald, das war eine schöne Einleitung. Du hast aber ein ganz wichtiges Detail vergessen. Schon wieder einen Fehler gemacht. Nein, kein Fehler, ich möchte dir keinen Vorwurf machen. Ich möchte nur dich unterstützen bei deiner Vorstellungsrunde. Ich möchte mich auch noch erwähnen, wer die Beatrix Hammerschmidt ist. Die Bea ist nämlich eigentlich diejenige, warum wir dankbar sein können, dass es alle zwei Wochen unseren Podcast gibt. Das ist nämlich unsere Produzentin von Servus Gute Küche, als auch die Chefredakteurin von servus.com, dem Portal, wo man immer alles findet, was wir hier produzieren. Und wir haben die Bea eingeladen, weil sie einfach die Königin des Eierlikörs ist. Ich weiß das schon seit vielen Jahren, komme immer wieder in den Genuss, den kosten zu dürfen. Ich auch. Du auch natürlich. Ja. Und wir konnten da eigentlich wirklich in ganz Österreich niemand Besseren finden als die Bea. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Hallo Bea. Hallo Mesi, hallo Harald. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Und ihr werdet sehen, das wird ein gar nicht so langer Podcast, weil dieser Eierlikör unglaublich schnell fertig ist. Also man braucht wirklich, wenn wir so viele Fragen stellen, dann schon. Ja, der Harald stellt aber immer gerne sehr viele blöde Fragen. Was braucht man denn alles für einen Eierlikör eigentlich? Man braucht wirklich nicht viel. Es sind eigentlich nur 5 Zutaten, die du brauchst. Das eine sind natürlich Eier. Also wir machen jetzt so 800 Milliliter Eierlikör ungefähr. Es kommt immer darauf an, wie groß der Dotter ist. Dann wird es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber an sich sind es 8 Eier und dann nur den Dotter. Dazu brauchst du noch ein Viertel Liter, also wir nehmen Schlagobers, ein Viertel Liter guten Alkohol, in dem Fall einen weißen Rum und 250 Gramm Staubzucker, wobei man da auch ein bisschen weniger nehmen kann, wenn man es nicht ganz so süß mag, und eine Vanilleschote. Das war es im Prinzip schon. Damit man einen Bourbon-Vanille-Genuss hat quasi. Genau, und das schaut auch besonders schön aus, finde ich, wenn man die schwarzen Punkte drin schwimmen sieht. Jetzt müssen wir aber erstmal aufklären, warum wir eigentlich heute einen Eierlikör machen. Harald, möchtest du das erzählen? Ja, weil Ostern ist und weil das eine gute Gelegenheit ist, haben wir uns gedacht, einen Eierlikör zu machen. Weißt du eigentlich, wie der Eierlikör entstanden ist? Ich wollte dich das gerade fragen, weil das ja dein Spezialgebiet ist, diese Dinge zu erzählen. Ich habe mich diesmal tatsächlich auch ein bisschen eingelesen, möchte es aber von dir hören und vergleichen, ob wir dasselbe gelesen haben. Ja, gut. Und zwar war das in der Steinzeit. Da war das Feuer noch nicht erfunden. Die Männer haben probiert, mit den Steinen Funken zu schlagen. Und den Frauen war unheimlich fad. Die waren ungeduldig, weil die wollten ja schon was kochen. Hat kein Feuer gegeben. Hat eine dann gesagt zu einer anderen, man weiß den Namen nicht, komm, wir machen einen Eierlikörstein. Das ist ein Plätzchen. Es ist ein Riesenplätzchen. Stimmt überhaupt nicht. 3 Sekunden haben sie ihm, glaube ich, abgenommen, oder? Wir haben uns schon bei dem Wort Steinzeit angeschaut. Das war ganz vorne. Davon haben wir nichts gelesen. Ich war gespannt, ob da noch was kommt. Ich habe gedacht, wenn du das gelesen hast, muss ich dir jetzt diesen Blödsinn erzählen. Einmal
umgekehrt nehmen, gell? Weil normalerweise ist gut, ja genau, Sinn. Normalerweise hat er mich echt einmal erwischt hier, ja. Gut, also möchtest du uns jetzt die wahre Geschichte? Nein, Missy, ich sag's jetzt du. Ei. Naja, also was ich mich erinnern kann, ist es im 17. Jahrhundert gewesen. Und es war interessanterweise im heutigen Brasilien, nämlich im Amazonas, hat man da sowas Ähnliches wie Eierlikör produziert, nämlich mit Avocados. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil wenn man jetzt irgendwie sozusagen die heutige Zeit vergleicht mit dem Getränk im 17. Jahrhundert, wäre ja eigentlich ein Avocado-Likör irrsinnig modern. Ja, richtig, genau. Ja, weil ja. A, irgendwie ein Ding, Avocados zu essen, und B, eigentlich die vegane Variante des Eierlikörs. Das stimmt. Aber warum haben wir dann bei uns? Bei uns hat man Eier genommen, weil man hat keine Avocados gehabt. Ganz genau. Bei uns gab es wiederum keine Avocados. Also hat dann ein holländischer Alkoholproduzent, ich glaube auch bis heute bekannt als der Eierlikörhersteller, sich dann gedacht, okay, was hat irgendwie eine ähnliche Konsistenz und ein bisschen ähnlichen Geschmack? Die Eier, und hat dann auf die Eier zurückgegriffen. Und ich kenne den nicht, diesen Hersteller. Ich kriege immer nur selbst gemacht. Ich glaube, es war nicht Holland, es ist Antwerpen. Ja, das ist übrigens richtig, da habe ich mich jetzt vertan, wenn ich nochmal nachdenke. Ich glaube, dass das dass der Ursprung, die ursprüngliche Variante von diesem Eierlikör auch einen ganz anderen Namen hatte. Zum einen Advokat, also auch so ein bisschen dieses Wort Advokat. Ja, ja. Darf man aber, glaube ich, heute auch wieder nur sagen, wenn eine bestimmte Menge an Eiern, da schaue ich jetzt die Bea an, sie hilft mir ein bisschen gerade. Advokat darf es nur dann heißen, wenn du, es sind, glaube ich, 150 Gramm Eidotter auf einen Liter Flüssigkeit hast und 140 Gramm in Wertzucker auf einen Liter Eierlikör, also auf einen Liter Flüssigkeit, und dann ist es ein Advokat. Dieser in Wertzucker, das ist so eine Mischung aus Glucose und Fructose und das ergibt dann so eine Art wie ein Sirup. Das haltet dann besonders lang. Wir machen das jetzt viel einfacher mit dem Staubzucker, weil so lange braucht er bei uns nicht halten, wenn man den gleich austrinkt. Mhm. Aber man kann es auch so machen. Bei den Eiern, also bei der Menge von den Eiern, kommen wir locker drauf. Weil aber wenn ein Eidotter hat ungefähr 15 bis 20 Gramm mit 8 Eidottern und Das wusste ich auch nicht. Hätte ich nicht gewusst, wie viel Gramm ein Eidotter. Auch nicht. Da haben wir eine super Geschichte auf servus.com. Ah, ja? Wiegen ohne Waage, also wieder mit Löffeln, mit großen Löffeln, kleinen Löffeln, Tassen und so das Gewicht quasi Wiegen abmessen ohne Waage. Kannst. Sehr praktisch. Ja, sehr tolle Geschichte. Werde ich mir anschauen. Okay, also Avocat beziehungsweise das brasilianische Getränk. Aber Avocat wieder was ist ein Qualitätskriterium? Ist das so wie Very Old? Oder nein, ich glaube, es ist einfach der Name des Getränks. Ja, es ist schon ein bisschen ein Qualitätskriterium, weil es halt länger haltbar ist oder länger haltbar war. Darum hat man eben gesagt, wenn es ganz hochwertig ist, wenn du viel Dotter drin hast, dann ist es eben ein Avocat. Darum gibt es so ein Mini, also so ein Minimum an Eidotter. Das ist ähnlich wie beim Krapfen. Könnt ihr euch erinnern an den Krapfenkodex? Ja. Ich glaube, 6 Dotter haben musst auf ein Kilo Mehl oder irgendwie so. Ja. Ich wollte jetzt nur noch, falls sich jetzt die Hörerinnen und Hörer denken, was redet für ein Blödsinn, noch kurz mich ausbessern. Der Avocat hat nichts zu tun mit dem Avocado-Erfrischungsgetränk aus Brasilien, sondern der Avocat ist sozusagen jetzt das, was die Bea beschrieben hat. Und das Getränk aus Brasilien hat einen anderen Namen. Das hieß nämlich oder heißt bis heute, wahrscheinlich spreche ich es jetzt falsch aus, Avocate. Ja, mit C geschrieben, Abacate, Portugies, keine Ahnung, das wird irgendwie richtig sein. Und ist eben eigentlich bis heute diese Avocado-Alternative zur Eierlikör-Angelegenheit. Vom Wortstamm her ist es aber ähnlich. Also ja, das, genau. Das kommt schon alles vom selben. Also, okay. Genau. Ja, und mögen wir Eierlikör? Natürlich. Ja. Jeder absolut, von uns oder? Mag Eierlikör, ja, oder? Eierlikör, also ich kenne überhaupt niemanden, der keinen Eierlikör. Oh ja, doch, das gibt es, glaube ich, schon, dass Menschen keinen Eierlikör mögen. Es war ja bei mir, glaube ich, der erste Alkohol, den ich schon als Kleinkind eingeflößt bekam. Ebenfalls. Nicht eingeflößt bekam, aber den ich gerne mal Stimmt, das stimmt. Also bei dir auch? Bei mir auch, ja. Ich weiß, die Großmutter hatte so eine schöne Bar und hat auch immer selber Eierlikör gemacht. Sie hat es mit Schnaps tatsächlich gemacht. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich mich erinnern kann, dass ich wahrscheinlich sogar unter 10 Jahre alt war, als ich meinen ersten Eierlikör getrunken habe. Ja, sicher. Vielleicht mit Milch verdünnt oder so? Nein. Okay. In Tirol ist es nicht so. Also. Aber wie man sieht, das ist auch so ein Milch. Ja, nein, so ein Stamperl halt. Ja. Also. Und du, Bea?
Ich habe als Kind keinen Eierlikör getrunken. Ich kenne das Eierlikör-Trinken tatsächlich erst seit ich meinen Mann kenne, der ja Wiener ist. Ja. Und weil das in Wien nämlich, also bei uns zu Hause, war das weder zu Weihnachten noch zu Ostern Tradition. Es hat schon so ab und zu mal ein Eierlikör gegeben, aber eher so, weil er aufgefallen ist oder so. Und er hat es zu Ostern immer trinken wollen und eben auch zu Weihnachten. Und seitdem gibt es bei uns in der Steiermark, wo er eigentlich herkommt, immer ein Eierlikör. Er verbreitet das. Eigentlich war er das, Wien hat das ihn ausgebracht. In alle Welt. Da muss ich aber noch einen Rückblick in der Geschichte machen, auch weil es hat gegeben vor ungefähr 30 Jahren die nette Leitshow. Mhm. Die hat moderiert damals Hermes Felsberg und der hat dort immer prominente Gäste empfangen. Und die erste Frage war, er hat Getränke angeboten, Foucade oder Eierlikör. Ja, sehr lustig eigentlich. Und ich hätte sofort, obwohl ich Foucade auch wahnsinnig gern mag, aber ich hätte sofort den Eierlikör. Ja. Eierlikör. Also ich auch. Ich habe auch letztens tatsächlich auf einer Skihütte wieder mal so ein, wie heißt das, Schneewittchen getrunken. Ja. Das ist dann der Eierlikör mit einem Schlagobers oben drauf. Und warm, oder? Genau. Und auch warm. Auch super. Genau, es gibt die heiße Witwe, das ist der Zwetschgen, die Zwetschgen-Geschichte mit Schlagobers und Zimt. Mach ich auch sehr gern. Ich auch. Also wir haben anscheinend alle eine gewisse Vorliebe für die Körchen, ob warm oder kalt. Und mit Schlagobers kann das auch. Es wird ja auch beim Backen gern verwendet, oder? Man kann es zum Backen auch super verwenden, entweder im Teig drin, dann kannst du einen Eierlikör-Kugelhupfen machen oder einen Eierlikör-Kuchen, oder? Ist auch super gut. Und wir haben bei uns auf der Seite auch eine Ostertorte, wo dann obendrauf so ein Eierlikör-Spiegel ist, wo es das dann mit Geliermittel ein bisschen fester machst. Oder über die Topfenballettschicht. Spiegel drüber ist auch sehr, sehr gut. Und in England, Amerika kennt man diesen Eggnog. Also da ist er auch warm. Ein bisschen flüssiger, da oft mit einem Schlag drauf oder so. Da musst du aufpassen, weil da hast du gleich einen Murzrausch. Wahrscheinlich, wenn du zu viel warmen Eierlikör trinkst. Ich glaube, es gibt ja eine vorgeschriebene ungefähre prozentuale Geschichte oder Anteil des Alkohols eines Eierlikörs, oder? Der hat so, wie viel Prozent Alkohol hat der? Also im Prinzip ein Alkohol, du kannst nehmen entweder einen Wodka, der hat um die 38 Volumensprozent. Oder einen Korn, kannst auch nehmen, einen klaren, der hat dann so 40. Ich nehme am allerliebsten einen weißen Rum. Mhm. Der hat 38 oder 37,5, genau. Genau, ich nehme den Bacardi, der ist einfach. Aber von den 37,5 bleibt der aufgrund des Aufkochens und so weiter ja nur ein bisschen was über. Also der Alkohol verdünstet er dann auch irgendwie. Also es wird 14% habe ich einmal gelesen, bleibt ungefähr im Eierlikör über. Das wird Sinn machen. Genau, ist jetzt nicht wenig, wenn man es jetzt vergleicht mit einem Wein oder mit einem Bier. Also man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt achtelweise Eierlikörchen trinken. Aber schafft man auch nicht, weil es ist ja doch süß und dickflüssig und so. Also einen richtigen Eierlikör-Rausch kriegt man, glaube ich. Also da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, oder? Oder? Naja, schaut so, oder vielleicht doch, okay. Wenn ich so zwischen dem Staubsaugen immer. Die Frage ist, wie viel man verträgt. Für manche ist ja ein Stamperl schon. Ja, das stimmt. Absolut. Und man muss auch dazu sagen, eben weil jetzt vor Ostern ist und viele auch gerade brav gefastet haben, ist das vielleicht auch ein wunderbarer Start nach der Fastenzeit mit einem kleinen Eierlikörchen zu beginnen. Ja, das ist ein Start hier nach dem Fasten mit einem kleinen Eierlikörchen, habe ich gesagt. Gut, Harald, normalerweise fragst du ja immer, was trinken wir zu diesem heutigen Gericht? Das wird ein bisschen schwierig bei Eierlikör, weil da trinkt man entweder ein Glas Wasser dazu oder vielleicht einen Kaffee. Aber ich frage dich heute, was isst du denn zu einem Eierlikör? Das ist eine sehr gute Frage, gar nichts. Ein Stück Kuchen? Nein, eigentlich nicht. Nein. Ich habe immer Eierlikör, Vanillekipferl vielleicht. Also zu Weihnachten Vanillekipferl. Ja. Zu den Kekseln. Ja, und du hast schon recht. Also vielleicht dann Kuchen, aber prinzipiell so Eierlikör, den kann ich auch gerne überall drüber leeren. Ja, also das, über die Osterjause, die pikante. Genau. Schinken-Käse-Toast. Nein, aber zur Osterjause oder nach der Osterjause. Also bei uns in der Steiermark ist die Osterjause ja nicht süß. Ihr habt ja dieses Osterlamm, ne? Diesen genau, Kuchen. Ja. Bei uns ist das mit Gesächten und Würstel und einem guten selbstgebackenen Stritzel und so. Köstlich. Und da gibt es dann den Eierlikör, der steht einfach so mit am Tisch und dann kann man dazwischen kann man sich den dann nehmen. Herrlich. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Ja, was sehr machen gerne. Wir denn jetzt alles, Bea? Also, ich möchte nur eines noch erwähnen. Die Bea hat einmal einen mitgebracht. Da haben wir einen Podcast gemacht zum Thema Blockflötenspiel. Kann das sein? So genau weiß ich es nicht mehr. Wir haben einen Weihnachtspodcast gemacht und du hast mit dem, mit dem Wolfgang Wieser Blockflöte gespielt. Weihnachtslieder, sehr schön. Genau. Kann man noch nachhören. Aber
in diesem Musikstudio, wir haben eine Flasche Eierlikör mitgehabt von der Bea und die Leute dort haben sich geprügelt. Wir haben ihn dann auch dort gelassen. Herrlich, ne? Ich freue mich schon sehr. Also, genau, also zuerst brauchen wir die Eier. Wie gesagt, das sind 8 Eier. Ich habe da jetzt ein große Eier genommen, das passt gut. Was man als allererstes machen muss, ist die Eier trennen. Mhm. Das würde ich jetzt mal euch überlassen. Mhm. Ja. Vielleicht hast du noch ein Gefäß, Missy, wo wir dann das Eiklar sammeln. Ich finde ja, wenn man das Eiklar sammelt, dann könnte man ja, man kann immer überlegen, was mache ich mit dem Eiklar. Ich habe letztes Wochenende Mini-Schaumrollen gemacht. Mhm. Also man könnte natürlich gleich überlegen, sich das Eiklar auf die Seite zu räumen und vielleicht beispielsweise Schaumrollen zu machen oder ein schönes Baiser. Oder was einem halt Salzburger Nockerln könnte man machen. Wären auch eine gute Angelegenheit, stimmt. Ich bin jetzt zu frei und schaue dir da einfach zu. Mhm. Ja. Mach das lieber nicht. Wichtig ist halt, sonst kommt es durcheinander. Und ich bin überzeugt, ich mache das ein bisschen dodgert. Okay. Wichtig ist halt, dass wirklich kein Dotter zum Eiweiß kommt. Achso, du willst jetzt aber, das habe ich das falsch gemacht schon. Schau, ich habe schon in die falsche. Nein, die Bea hätte, glaube ich, gern die große. Kann ich da helfen, ich leere das um, wasche es aus. Nein. Okay. Ich glaube, die Bea kann damit arbeiten, oder? Aber du möchtest gar kein Ei-Dotter. Eiweiß. Nein, das ist egal, das ist nicht so, also das ist wirklich nicht so tragisch, wenn ein bisschen Eiweiß ist immer dabei beim Eidotter. Aber umgekehrt ist es gefährlich, weil wenn du einen Dotter in deinem Eiweiß drin hast, dann wird, wenn du einen Schnee schlagen willst, wird der Schnee nämlich nichts mehr. Nein, ich wollte einmal mit meiner Schwägerin eine Kardinalschnitte machen für die Schwiegermama. Hab das nicht gewusst damals, schon länger her. Und dann haben wir halt echt 10 Eier gehabt und da war ein Fuzzi Eidotter drin und dann ein kleines bisschen. Und genau, weil ich das nämlich weiß, ausnahmsweise, lasse ich die Finger davon. Weil sonst im letzten, ja genau. Nein, ist aber nichts passiert. Aber hast du gut gemacht. Das kannst du wenn dich eine Schale zerbrochen ist, du hast ja genug Schalen. Danke, ist eine bessere, gell? Da werken jetzt die Profis in der Küche von der... Mäßig ist es wunderschön. Wir hören ein bisschen die Baustelle vor. Du machst es super, weil es ist gut, wenn man versucht, diesen kleinen, dieses Nabelschnur, dieses Weiße. Bitte, Bea, sag das nicht. Ich weiß nicht, wenn man das nicht. Steig sofort auf die Avocado-Variante. Also es ist besser, wenn man das nicht unbedingt im Eiwege hat. Ja, aber da ist eins, das hole ich dir dann noch raus. Ja, ist nicht so tragisch, also wirklich. Und wenn es dann doch passiert, dass ein Dotter drin ist, was ich gern mache, vor allem wenn Kinder da sind, ist dann ein Riesenspiegelei. Also nimmst du eine große Pfanne, gibst das ganze Eiweiß rein und dann in die Mitte nur ein ganzes Ei und dann schaut es so aus, als wäre das von einem Riesenvogel gewesen. Das ist irrsinnig lustig. Gute Idee, aber halt natürlich, da muss es dann immer die Menschen geben, die gern das Weiße essen. Weil es gibt ja immer Leute, die wollen ja nur das eine oder das andere. Ja, schau. Ja, aber was für ein schöner Tag heute. Die Sonne scheint. 2:46. Hüte Licht durchflutet. Ja, aber da, wo du bist, scheint ja eigentlich immer die Sonne. Das ist total nett gesagt. Ich wollte aber eigentlich sagen, dass das eher so bei euch beiden der Fall ist. Na, so viel Liebe. Ja. Das wird auch wieder ein sehr, sehr liebevoller Eierlikör. Mhm. Wird man herausschmecken. Welche Getränke habt ihr sonst noch gerne gehabt? Nur Likörtscherln oder was habt ihr sonst noch gerne getrunken? Oder was war das zweite alkoholische Getränk in deinem Leben, in eurem Leben? Bei mir war es Bier. Wirklich? Ja, Bier, auch mit der Oma. Bei Bier bin ich relativ spät eingestiegen, weil ich eigentlich das Süße lieber gehabt habe. Also mein zweites Getränk war, bin ich ziemlich sicher, der Riebisselwein. Ich wollte gerade sagen, Riebisselwein. Bei mir auch. Ja? Ja. Mein erstes alkoholisches Getränk in einem Beisel, nämlich in der Herzlstube in Graz, war ein Riebisselweinspritzer. Weiß ich nicht. Habe ich bis heute. Und ein Viertel. Damals hat es alles nur Viertelweise gegeben, nicht Achtelweise. Nein, es war ja gespritzt. Wahnsinn. Super. Ader bei Riebisselwein. Nein, der Paribel waren wir raus. Das hat man nie gespeckt. Und das andere gegessen, Pfirsichspritzer. Ja, genau. Das war so unser Ding. Ja. So, Bea, da haben wir jetzt die, das da haben wir jetzt die Eier, das ist die super. Seite. Dann, es ist wirklich einfach, man gibt alle Zutaten gemeinsam in die Schüssel rein. Okay. Also als nächstes kannst du den Schlag reinschütten. Da haben wir ein Schlagobers und das sind also 250 Liter. Dadurch die ganzen 250 Liter. Einfach die ganzen 250 Liter hinein, zu den 8 Eiern. Genau. Dann bräuchte man einen Schneebesen. Haben wir in der zweiten Schublade. Gut.
Also ich tue einfach reinschütten, also ganz und reinschütten. Und du, dann braucht man auch nicht, nicht langsam, das ist ganz egal. Einfach nur rein und umrühren. Das passt dann schon. Und dann nimmst unseren weißen Rum, ne? Den tue ich da rein. Nein. Und den gibst du da rein, weil dann hast du das gleich abgemessen im Becher. Ich mache das, das immer so und dann hast du den restlichen Schlag nämlich auch gleich ausgeputzt. Okay, also genau da tun wir jetzt die Zahlen. Das tut da mal rein. Und zwar also vielleicht nicht bis zum Anschlag voll, sondern bis zum... Ja, so wie diese Dinge halt aufsehen. Ne? Mehr reintun kann man immer. Aber Harald, du kannst das gleich da reinschütteln. Ja, ja, warte, ich werde das noch ein bisschen schütteln, damit alles aufkommt. Ich könnte die Bourbon-Vanille schon einmal öffnen, ich habe da eher ein bisschen mehr hineingetan. Nein. Die hat von der Oma noch das die Gespür, dass da ein bisschen mehr reinkommt. So. So, oh, das riecht gut. Riecht schon gut, ja, jetzt das riecht ja jetzt schon gut. Genau, die Vanilleschote. Also Harald, weißt du, wie man das macht, Vanilleschote? Das hast du schon mal gesehen, oder? In der Zwischenzeit weiß ich es. Okay. Ich habe einmal die Hülle aufgehoben und den inneren Teil weggeschmissen. Und weißt du, was man mit der ausgehöhlten, hüllten Vanilleschote machen kann? Nein. Die tut man in ein Glas, Marmeladeglas beispielsweise, tut dann Zucker rein und den Zucker dazu, dann hat man einen selbstgemachten Vanillezucker. Wieder was gelernt. Du hattest das schon mal gelernt, Harald. Haben wir das schon einmal besprochen? Das haben wir bei den Vanillekipfeln besprochen. Ja, Dinge zu vergessen. Sehr gut. Hat man dir immer was Neues zu erzählen. Schau, aber ich stelle mich halt sehr ungeschickt da. Im Kochbuch nach und bei dem Kochbuch damals stand drinnen innen auskratzen. Genau, das ja, macht und damit habe ich mir aber gedacht, ich weiß. Einfach und ich habe mir damals gedacht, innen auskratzen heißt es auch wegschmeißen. Nein, das heißt es nicht. Habe ich mittlerweile gelernt. Na, das hätten Sie aber auch genauer hinschreiben können. Das hätten sicher. Also, man muss ja immer davon ausgehen, dass es auch blumige Anfänger gibt. Natürlich. Aber jetzt machst du das sensationell gut. Das sieht man dann schon. Beiden. Ja, das schwarzen Punkte. Besonders nett aus. Muss ja auch dazu sagen, das gibt es ja auch noch nicht so lange, dass man so eine frische Vanilleschote kaufen kann. Gell? Ja, wenn man wirklich keine bekommt. Zur Zeit meiner Großmutter gab es das nicht. Mhm. Also kann man mit dieser wunderbaren Fiole, wo die drinnen ist, noch was machen? Ja, da könnte man, was könnte man da rein tun? Mehrere zusammenbinden und eine Panflöte. Oh, das ist, wow. Was machen? Ja, da merkt man wieder, dass halt einfach das Flöten, das Flötige ist einfach ein Teil von dir, gell? Ja, genau. Oder also flöte ich durch die Kirche. Nein, aber kann man wirklich was Gescheites draus machen? Ja, du könntest eine Blume reingeben, eine Vase draus machen. Eine kleine Vase rein und eine Blume rein. Ja, nette Idee. Das haben wir sicher im Servus auch. Genau, also das hätten wir später auch. Alice Fernau hat das sicher schon mal. Genau, wie man aus Fiolen Vasen macht. Fiolen, ich wusste nicht mal, dass man das Fiole nennt. Ja, das ist, es gibt ja die Kalbfiole und es gibt die Fiole. Ah ja, schau an, habe ich auch nicht gewusst. Ist ja ein Blödsinn. Achso, die Kalbfiole, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich schon wieder gehabt. Heute tust du mich aber öfter. Da bin ich halt unaufmerksam, bin ich heute. Na, Wahnsinn. Gut, Bea, also wir haben jetzt da die Vanilleschote dazugetan. Bacardi ist drinnen, Dotter ist drinnen und 250 ml Schlagerwasser. Fehlt nur noch der Staubzucker. Der Staubzucker. Das sind 250 Gramm, können da rein. Soll ich das abbiegen? Das wäre gut. Oder wenn du es mit Augenmaß schaffst, eine halbe Packung. Also eine halbe Packung? Ja, genau, weil es sind 500 Gramm sind drin. 500, na, dann machen wir das mit Augenmaß. Ich würde 7, also, weil dann hat man halt keine Soll ich 7? Siebst du gerne, dann hat man keine Klumpen drin. Genau. Und vielleicht zuerst ein bisschen weniger, weil man kann, also dann kann man eigentlich gleich wieder Zeit. Bist du dabei, das ist aber viel, ha? Ja, eben. Also ich nehme oft ein bisschen weniger. Ich finde das auch toll. Das hat die Mesi jetzt nämlich total ignoriert. Du hast gesagt, am Anfang vielleicht ein bisschen weniger, worauf die Mesi mehr oder weniger die ganze Box hineingeleert hat. Ja, ich merke, vielleicht bin ich da schon nicht so konzentriert auf das, was auf das Ergebnis, dass ich euch gar nicht mehr zuhöre. Du willst schon trinken? Nein. Ich glaube, den kann man ja auch nicht heute schon trinken, gell? Den kannst du sofort trinken. Echt? Den trinkt man sogar schon, während man ihn macht. Das habe ich mir gedacht. Ich möchte das nämlich ausschlecken. So, darf ich jetzt weitermachen? Mhm. Bisschen durch noch. Jetzt ist eine halbe Packung, Auch nichts. Sie ist umso besser.
wenn es zu süß geraten soll, was macht man dann? Man leert noch Rum nach. Ja, tatsächlich. Also wenn er zu dick geraten ist, dann gibst du einen Rum dazu oder einen Schlag. Wenn es zu süß geraten ist, dasselbe. Er wird halt dann heller. Also es kommt sowieso drauf an, je nachdem wie dunkel deine Dotter sind. Je dunkler die Dotter, desto dunkler der Eierlikör. Der hat jetzt wirklich schon eine schöne Farbe. So eine dunkle Dotter. So kann man das dann steuern. Also das kann ich machen. Es geht jetzt ums Aufwischen und Zusammenarbeiten. Ja, bin wieder bei dir. Sehr ein bisschen aufräumen also. Dazwischen, das mögen wir gern, gell, dass es immer sauber ist, wenn man kocht. Du hast ja immer einen Blick für die saubere Küche. Deine Küche ist auch sehr sauber, muss ich sagen. Ja, das ist mir schon wichtig. Ordentliche Küche. Also wir haben alle Zutaten drin, das war es jetzt eigentlich schon mit der Zubereitung. Jetzt wird es über einem Wasserbad gerührt, bis es die Konsistenz hat, die man haben will. Mhm. Also müssen wir jetzt dann werden wir jetzt nur den größeren Topf hier verwenden. Umschütten, genau. Weil ich dir vorher den versehentlich, dann werden wir da ein Wasserbad machen. Ich sehe schon deinen Blick, Harald. Ja, ja, ich möchte da ganz kurz. Das kannst du auch schon machen. Ein Löffel hineintun. Ja, im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten, wie man so ein Eierlikör macht. Das eine ist überhaupt kalt. Da muss man dann aber zuerst die Eier und den Zucker aufschlagen und dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Das ist dann ganz ohne Hitze. Das haltet weniger lang, weil es halt wirklich ganz kalt ist. Mhm. Das zweite ist, du kannst es wirklich in einem Topf, aber nur auf 70 Grad oder so erwärmen. Das ist etwas gefährlich, weil wenn du es übersiehst, dann hast du hochprozentige Eierspeise. Und das 70 ist einfach doch noch einfach weit weg von Kochen, aber dennoch schon ordentlich erhitzen. Also das ist eher gefährlich. Ich finde Wasserbad. Ich mache es am allerliebsten über dem Wasserbad, weil du es wirklich gut steuern kannst. Man muss trotzdem aufpassen, dass es nicht zu lang drauf ist, aber es funktioniert ganz gut. Weil jetzt merkt man ja, jetzt ist es ja noch eine sehr flüssige Geschichte. Genau. Und dann über dem Wasserbad und mit dem Zucker, der dann karamellisiert und so, wird das dann schon. Ja, es ist so, dass dadurch, dass man es erwärmt, entsteht eine Emulsion. Mhm. Also du kennst das, wenn du auf die Zutatenlisten oft schaust, bei Mayonnaise zum Beispiel, da ist ein Emulgator drin und den tut man eben rein, damit so Flüssigkeiten, die sich normalerweise nicht vermischen, homogen, damit die sich vermischen können, wie Öl und Wasser zum Beispiel. Und in dem Fall hast du eben das Fett und den Alkohol und damit das dann nicht nur so ist wie bei einer Rindsuppe und du oben die Fetteier schwimmen hast. Also jetzt hat sich es schon ganz gut vermischt, das Fett ist in dem Fall das Schlagobers. Und wenn man es dann erwärmt, dann wird das eben alles noch cremiger. Emulgator. Genau, ein natürlicher Emulgator. Es schmeckt aber auch kalt, schmeckt schon jetzt ganz schon gut, fantastisch. Wir haben natürlich gekostet. Mäßig magst du auch kosten. Nein, ich mag keinen. Ich bin mit rohen Eiern, habe ich es nicht. Also. Ach so, da muss ein bisschen, später sehr gerne. Also das Wasser unten ist jetzt schon warm, es dampft schon ein bisschen. Und jetzt muss man wirklich rühren. Damit man es nicht übersieht. Und jetzt kommt dann dieses Kosten während dem Entstehen. Ganz wichtig. Weil ich nehme dann immer ein Löffel und probiere dazwischen, ob es schon so warm, also schon so diese Konsistenz hat, die ich mag. Ja, und so länger dass es drauf ist, umso fester wird es. Wenn es zu lang drauf ist, dann hast du eben die Eierspeise. Also ihr könnt es dann, man merkt es dann sobald es wärmer wird, wird es immer fester. Könnt schon kosten. Probiert es mal. Was ihr sagt. Von der Konsistenz, Messi? Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber vom Geschmack voll. Man muss halt früh genug zum Probieren anfangen, damit man oft genug kosten kann. Ja, ja. Genau, und dann waren es nur noch 100 Milliliter. So ungefähr. Ich muss noch einmal eintauchen, weil sicher ist daheim sicher. Das gibt es schon so ein bisschen. Schon mehr. Jetzt schon mehr. Brauchen wir dann einen Trichter? Ja, genau. Zum Umfüllen brauchen wir dann einen Trichter. Und das wird jetzt schon so ein schönes, sattes Gelb. Hellgelb, ja, der hat eine sehr schöne Farbe. Also für einen Kuchen obendrauf wird das gut passen. So, Harald, probierst du nochmal? Ja, ich glaube, jetzt sind wir dann schon sehr nahe. Einmal, ja. Jetzt dann kurz auch heiß unterheben. Fantastisch. Das ist tippt. Was sagst du? Braucht er noch? Ja, ich habe keinen Trichter. Vielleicht noch, aber ich finde es sehr, sehr gut bereits. Magst du auch einmal kosten, weil du bist
Papier, die genau weiß, wann es genug ist. Drei glückliche Gesichter hier am Herd. Mäßig bringen die Flaschen her. Aber gibt es noch irgendwelche Abwandlungen von Eierlikör, was man auch machen könnte? Oder ist der Eierlikör einfach der Eierlikör? Oder tut man da irgendwelche Sachen dazu? Wir haben es einmal probiert mit, also mit anderem Alkohol, wenn es noch ein bisschen Amaretto dazu gibt, dann wird so Marzipan, aber es ist schon sehr, sehr süß dann. Oder manche geben auch einen Haselnussschnaps rein, einen Schuss, also so kannst du schon noch oder aromatisieren. Oder Kakaopulver zum Beispiel. Habe ich noch nicht probiert. Oder Lebensmittelfarbe. Ja, färben kannst du auch, aber wenn es dann grün ist. Ich will das so haben und original. Ich bin immer noch neugierig, wie man experimentieren kann. Ja. Es kocht auf, oder? Nein. Da ist ein bisschen Zucker drin. Nein, es kocht nicht auf. Es kocht nicht auf, aha. Ich habe mir gedacht, das ist schon ein bisschen... Darf es auch nicht, oder? Nein, darf es nicht. Nicht. Ja, hab ich ja gesagt. Dann ist es. So, aber man sieht jetzt schon. Ja? Also, ich muss jetzt noch einmal kosten. Ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt nur kurz runtergestellt, während wir probieren, damit er nicht... Schon sehr gut. Schon sehr gut. Noch ein Hütchen, oder? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man da noch was besser machen kann. Er muss eh nicht so dickflüssig sein. Er wird dann meistens sowieso noch dicker in der Flasche, da tickt er noch einmal nach. Manchmal kriegt man dann schwer raus. Dann kann man oben noch einen Fuß rum rein tun, noch mal schütteln, dann wird es wieder flüssiger. Also da kann man immer so. Das stimmt, weil der von meiner Oma kann ich mich erinnern, der war auch gut, nicht so gut wie deiner, Bär, aber der war viel dickflüssiger. Links drehend, rechts drehend. Genau. Ein toller Ausdauersport auch. Genau. Ja, das schmeckt man aber raus, in welche Richtung man dreht. Gut. Müssen wir aufpassen. Dann gießen wir das dann um. Also man kann dann einen Trichter nehmen oder so eine Schnabeltasse. Du solltest dann schnell umfüllen, damit, weil am Rand von der Schüssel wird es schon fester. Die Schnabeltasse, aber... Die Mäsi ist so ein Profi, da geht kein Tropfen daneben. Man sollte es dann schnell aus der Schüssel raus tun, weil man sieht da schon, wo es heiß war am Rand. Da fängt schon an zu stocken. Ja, also schnell umfüllen und das kannst du auslöffeln. Wenn du willst, kann ich das gerne auslöffeln. Ja? Ich mag sogar, dass das jetzt dicker ist. Das hat jetzt so ein bisschen eine Pudding-Konsistenz. Und man hört, ich kratze da wirklich alle Reste zusammen. Im Prinzip ist ja, wenn du eine Vanillesoße machst, ist das nicht viel anders. Es ist dasselbe. Also auch Eier, Schlag oder Milch kann man auch nehmen. Und da kannst du dann noch einen Inländer rum rein tun und dann zu den Buchteln oder so. Das ist auch richtig gut. Man kann übrigens, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gesagt habe, man kann Milch auch nehmen oder Kondensmilch. Wenn man Kondensmilch nimmt, dann wird es ziemlich dickflüssig. Ja. Mit Milch wird es dünnflüssiger. Ich mache es am liebsten mit Schlag, mit Schlagobers, das ist so das Mittelding. Ja, das schaut jetzt hervorragend. Ich kann aber. Offen lassen noch oder schon zumachen? Vielleicht ein bisschen ausdampfen lassen. Noch rauskühlen lassen. Und dann. Fantastisch. Und das ist eigentlich auch ein total nettes Geschenk. Ja. Oder? Das kann man doch wunderbar auch zu Weihnachten, sage ich. Ja. Österlich verschenken. Österlich zu Weihnachten. Ich stehe jetzt, ich muss das nur sagen, ich stehe jetzt da in der Küche, halte mich da über den Topf wie drüber und bin wie ein kleiner Bub und gebe nichts her. Ja. Machst du Kosten auch? Nein, danke. Nein. Aber nein, ich eh nicht. Mir schlägt das jetzt immer noch aus. Oder löffelt es aus. Wenn es dann ausgedampft hat, dann zumachen und also 4 Wochen lang hält er im Kühlschrank, weil er vorher austrinkt. Wenn es heiß gemacht worden ist. Wenn du ihn kalt, ganz kalt machst, dann haltet er nur eine Woche. Okay. Also so mit den Aufschlag. Wenn du ihn direkt heiß noch abfüllst quasi. Also wenn du ihn kalt aufschlagst und gar nicht warm machst. Also wenn du die kalte Methode nimmst. Ich glaube, ich würde eigentlich fast immer die warme Methode nehmen, weil ich auch nicht unfroh bin, wenn die Eier mal kurz ein bisschen aufgehitzt worden sind. Genau. Deswegen finde ich es auch gescheit, dass man es in kleinen Flascherln macht. Genau. Oder? Weil dann kann man das schneller austrinken als eine große Flasche. Also manch einer. Oder große Familien natürlich wieder schon. Großartig, Bea. Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Du hast uns auch jetzt hier die Angst genommen, sich über den Eierlikör drüber zu trauen. Also wahnsinnig schnell gegangen. Schmeckt ganz, ganz hervorragend. Ja. Ich habe schon gekostet. Wir stehen jetzt da, betrachten die drei Flascherln, die da stehen. Und würden es, glaube ich, am liebsten austrinken. Ja, das stimmt. Soll ich unseren Stammball holen? Vielleicht eins zu Angost? Ja, oh ja, unbedingt. Na, schau.
sind sehr große Stamperln, sei dazu gesagt. Aber die sind in der Nähe. Ja. Das sind kleine. Passt. Eigentlich Espresso. Der riecht gut. Große Stamperln, die Bea schenkt auch sehr freudig viel ein. Und wenn man nicht so viel quatscht dazwischen wie wir, dann ist man wirklich in 10 Minuten, Viertelstunde fertig, je nachdem, wie lange man zum Eier aufschlagen braucht. Prost, Prost. Prost, Prost. Frohe Ostern. Frohe Vielen Ostern. Dank, frohe Ostern. Ja, liebe Leute, das war's und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Oh, ist das gut. Herrlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Bea, dass du da warst. Okay. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr. Schönes und Nützliches für die Küche, wie duftende Zirbenbrotdosen oder handgeschmiedete Küchenmesser, findet ihr in unserem Online-Shop Servus am Marktplatz. Einfach vorbeischauen. servusmarktplatz.com. Werft auch einen Blick in das Servus-Magazin. Darin gibt es jedes Monat regionale und saisonale Rezepte aus dem Alpenraum zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.